quietschende Reifen und enge Parklücken. Im Hymer-Fahrsicherheitstraining für Reisemobile und Caravans lernten 18 Teilnehmer am Montag, den 25. Juni in Ahlhorn, viel über das richtige Steuern der großen Fahrzeuge. Deutschlandweit bietet der Reisemobilhersteller dieses Training an. Von morgens bis abends gab es in Theorie und Praxis viel zu lernen. Unter anderem stand Slalomfahren, rückwärts einparken und Rangieren auf dem Programm. Zur Vollbremsung auf nassem Grund mussten sich einige Teilnehmer zunächst überwinden. Der Trainer beruhigte, nun sei die beste Gelegenheit abzutesten, wozu das Fahrzeug fähig ist. Mit 30, 40 und 55 km/h steuerten die Hobbycamper auf die nasse Fläche zu. Über ein Funkgerät hörten sie den Trainer, der von außen Tipps gab. Immer wieder versammelte sich die Truppe und Trainer Henry machte auf häufige Fehler aufmerksam. Zusammen wurde die nächste Aufgabe besprochen. Nach der Vollbremsung kam rückwärts einparken. Hier lernten die Teilnehmer, die Maße ihres Fahrzeuges richtig einzuschätzen. Hildegard Grüter aus Wildeshausen versuchte sich daran. Sie hat seit 1999 ein Wohnmobil. Rückwärts zu fahren fällt ihr dennoch oft schwer. Daher ließ sie sich das Training auf dem Fliegerhorst in Ahlhorn nicht entgehen. Mit ein bisschen Hilfe vom Trainer klappt es und die Wildeshauserin steuert ihr Reisemobil gekonnt an den Pylonen vorbei. Weitere Termine und Orte, an denen das Training stattfinden wird, sind auf der Internetseite von Hymer nachzulesen.